Tommy Family, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit dem großen Auto unterwegs und in diesem Video fahren wir über einige Sachen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like nach oben gebt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Okay Freunde, dann lasst uns mal mit Zitronen beginnen. Die sind schon abgelaufen und schon ein wenig hart, aber ich denke, die sollten dennoch richtig spritzen gleich. So, die vierte und meine Faust auch noch. Nein, Spaß. Und auf geht's. Boah, schaut mal, Freunde, die sind einfach platt. Ich glaube, das ist wohl die beste Presse, die es überhaupt gibt. Ja, die ist auch ziemlich platt. Und hier, da kommt noch ein bisschen raus. Aber das sah richtig geil aus. Und jetzt der Luftballon. Das ging aber schnell. Schaut mal, wie die Pipi da läuft. Machen wir das mal mit drei. Hoch, wo willst du denn hin? Da, der ist auch geplatzt. Bam. Schaut mal, Freunde, noch mehr Pipi, die läuft. Einige von euch sollten diese kleinen Tischtennisbällen aus meinen alten Videos kennen. Da fahren wir jetzt drüber. Das hat sich mal mega geil angehört, Freunde. Da fahren wir nochmal drüber. Und schaut, Freunde, einige sind geplatzt. Das gab so einen richtigen Knall. Und andere sind einfach nur platt wie eine Flunder. Dennoch, geile Sache, Mann. Den haben wir auch platt gemacht. Schaut mal, Freunde, das Ding ist einfach nur platt. Da gibt es kein anderes Wort für platt, für platt. Und der Kürbis ist einfach nur platt. Geil. Na, wer kennt diesen Gollum hier noch oder was das sein soll? Den habe ich gekauft gehabt und der soll unzerstörbar sein. Da fahren wir jetzt mal drüber. So, die Haare sitzen und auf geht's. Schaut mal, Freunde, der hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Da müssen wir uns was Besseres überlegen. Ich habe da noch so ein Kinderüberraschungsei. Lass uns mal drüber fahren. Dann lass mal schauen. Und platt ist das Ding. Na, aber ist noch ein bisschen heil. Ich denke, die Teile da drinnen, die haben es überlebt. Ja, Freunde, auf jeden Fall hat's knack gemacht. So, lasst uns mal über Knete drüber fahren. Na, Freunde, was denkt ihr? Bleibt die Knete gleich am Reifen kleben? Wir werden sehen. Ich hab's doch gesagt, Freunde, die Knete bleibt am Reifen kleben. Oh mein Gott. Schaut mal, Freunde, besser habe ich es nicht hinbekommen. Aber naja, das wird schon wieder. So, Freunde, ich habe jetzt hier ganz viel Aqualinus in einen Luftballon reingeballert. Lasst uns drüber fahren.
haben die auch platt bekommen. Schaut mal, da sind noch die Abdrücke vom Reifen. Da noch ein paar lebende Aqualinos. Und hier der Rest ist einfach nur klein gepresst. Schaut mal, Freunde, das ist einfach Matsch. So richtig Matsch. Das muss ich gleich erstmal alles aufwägen. Und dann machen wir weiter mit Zahnpasta. Schade, Freunde, ich dachte, dass das vorne alles aufplatzen wird und wir so richtig coole Aufnahmen bekommen. Aber leider war dieser komische Plastikdeckel da auf der Zahnpasta und es ist in einer anderen Richtung aufgeplatzt. Aber auf jeden Fall denke ich, dass man über richtig coole Dinge in Zukunft noch fahren kann, die dann so richtig spritzen und das in einer Slow-Motion-Aufnahme, das wird übelst mies. So, meine Lieben, das waren die Experimente von heute. Wenn sie euch gefallen haben, dann schreibt natürlich es in die Kommentare rein. Wenn euch noch weitere coole Ideen einfallen, auch in die Kommentare reinschreiben. Und die anderen bitte liken, damit ich das sehe. Und dann werden wir das auch in den kommenden Videos machen. Freunde, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass so viele am letzten Livestream am Montag um 18 Uhr teilgenommen haben. Es war so mega, mega geil. Ich wollte mich nochmal entschuldigen für diese scheiß schlechte Qualität dort. Das wird auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Und Freunde, am Sonntag werde ich wieder live gehen. Diesmal Sonntagvormittag. Ich werde nochmal posten. Und dann werden wir dort dann wieder eine ganz lange Tommy-Stunde machen. Sehr viele Fragen beantworten, sehr viel lachen und ein bisschen Blödsinn bauen, Freunde. Bis Sonntag. Tommy hat euch lieb.